Hallo, liebe Deutschlernende. Die Deutschen sind bekanntlich sehr, sehr fleißig und dieser Fleiß spiegelt sich wieder in dem folgenden Sprichwort. Es gibt das Sprichwort, das besagt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Okay, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, ich überlege zum Beispiel, ob ich ein bisschen arbeiten soll und dann etwas machen soll, was ich gerne machen möchte. Ja, ob ich erst arbeiten soll und dann ins Kino gehe zum Beispiel. Ja, soll ich erst arbeiten und dann ins Kino gehen? Ja, oder eine Wanderung unternehmen? Oder soll ich erst ins Kino gehen oder eine Wanderung unternehmen oder irgendetwas anderes tun, was mir Spaß macht und dann arbeiten? Nein, 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 würde der Deutsche sagen. Ja? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja? Und damit ist gemeint, dass man, wenn man fleißig sein möchte, zuerst alle Arbeiten erledigen muss, die man an einem Tag erledigen muss und sich dann erst zu entspannen. Und ich denke, wenn man diese Regel folgt, dann kann man sich auch viel mehr entspannen, weil man dann die ganze Arbeit schon geschafft hat und man sich keine Sorgen mehr machen braucht, dass man auch alles schafft. Ja? Brauchen muss man immer mit zu gebrauchen. Okay? Ja, man braucht sich keine Sorgen zu machen, ob man seine Arbeit schaffen wird oder nicht, wenn man die Arbeit schon erledigt hat. Und deshalb erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Folge diesem Sprichwort und du bist so fleißig wie ein Deutscher. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.